dieser Zug ist ein Zeichen für die Mobilitätswende in Berlin, denn attraktive öffentliche Nahverkehrsverbindungen bedeuten auch, dass die Züge dafür da sein müssen, damit das gelingt, dass wir hohe Qualität anbieten können zu attraktiven Preisen. Wenn das Angebot attraktiv ist, wenn ich gut im Zug reisen kann, wenn ich das bezahlen kann, dann steige ich um und dann nutze ich das auch. Und dafür ist dieser Zug, sind diese Züge, diese 106 Züge, die insgesamt mit über 380 Wagen hier in Auftrag gegangen sind, mit einem Gesamtvolumen von über 900 Millionen Euro. Wir wollen gute Tickets, wir wollen in Berlin gerade auch weiterhin das Ziel verfolgen, dass wir Mobilität für nicht mehr als 1 Euro am Tag schaffen, auch langfristig. Und das bedeutet aber eben auch, dass gleichermaßen in die Strecken, in den Ausbau, in die Verkehrsmittel investiert werden muss. Berlin packt das und Berlin liefert. Heute hat man es mal wieder gesehen.